Eine warme Mahlzeit am Mittagstisch vom Petershof. Viele wohnungslose Menschen kommen nach Marxloh, weil sie Hilfe benötigen. Genau diese bietet der Hof an der Kirche St. Peter seit vielen Jahren an. Jannik Form ist seit vergangenem Jahr kommissarischer Leiter dort. Ohne ihn würde der Petershof nicht so weiterlaufen wie in den letzten Jahren. Seit November bin ich kommissarischer Leiter vom Petershof. Ich organisiere die Arbeit des Petershofs. Wir arbeiten mit sehr vielen Kooperationspartnern zusammen, sehr viele Abstimmungen, die wir machen müssen. Ich schreibe Projektanträge, kümmere mich auch um die Projektdurchführung und sorge dafür, dass der Laden weiterhin läuft. Vorher hat Pater Oliver den Petershof geleitet, kein Unbekannter im Stadtteil. Viele Menschen haben den Petershof mit ihm in Verbindung gebracht. Er hat den Hof zu dem gemacht, was er heute ist. Doch er musste ihn im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Die Helfer dort waren sehr überrascht. Schlimm. Also ich fand das ganz schlimm, weil ich ihn seit 18 Jahren selber kenne. Und wo ich das gehört habe, also das war schon schlimm. Auch die Leute, die fragen ja ständig immer danach, wie geht's ihm, was macht er? Man kann nichts sagen, ne? Pater Oliver hat sich immer eingesetzt für die Community, nicht ohne auch Kritik zu äußern. Besonders bei der Unterbringung für Obdachlose hat er auch mal die Stadt in Verantwortung genommen. Die Containerschlafplätze vom Petershof können nicht mehr alleine gestemmt werden. Doch die Stadt bietet inzwischen selbst Unterbringungen an. Die Stadt Duisburg hat vor einigen Jahren die Unterbringung von Obdachlosen bzw. von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen geändert. Das funktioniert jetzt sehr, sehr gut, auch außerhalb von normalen Öffnungszeiten von Verwaltung. Man muss sagen, dass es einige Menschen gibt, die durch das System fallen. Menschen, die sich illegal im Land aufhalten zum Beispiel, für die muss es noch andere Hilfsmöglichkeiten geben, aber für 95% kümmert sich die Stadt sehr, sehr gut um eine Unterbringung. Trotz Änderungen bleibt das Motto, Nächstenliebe ist nicht verhandelbar. Ein bekannter und bedeutender Satz von Pater Oliver. Jannik Form und die Ehrenamtlichen wollen diesen Satz beibehalten. Der Satz, Nächstenliebe ist nicht verhandelbar, steht, glaube ich, für den Petershof. Wir helfen jedem Menschen, egal welcher Religion, Nationalität, Herkunft, Hautfarbe und so weiter. Es ist in der täglichen Arbeit, zeichnet uns das aus. Wir stellen keine Fragen nach Bedürftigkeit, wir machen keine Bedürftigkeitsprüfung. Jeder Mensch, der hinkommt, bekommt die beste Hilfe, die wir für ihn leisten können. Manchmal können wir nicht genug leisten, dann müssen wir an Kooperationspartner weitervermitteln. Aber die Hilfe für die Menschen wird hier uneingeschränkt weiter fortgeführt. Das Engagement ist also groß, denn neben Mahlzeiten hat der Hof ein großes Angebot für hilfsbedürftige Menschen. Unter anderem eine Kleiderkammer, Sozialberatungen sowie Nähkurse. Bald soll es auch ein Sprachcafé und einen Alphabetisierungskurs geben. Also viel Hilfe für die, die sie brauchen.